Hallo und herzlich willkommen zur neuen Mod-Vorstellung. Diesmal im ATS, richtig American Truck Simulator, nämlich hier auch mit unserem neuen Freightliner. Und was erkennen wir, wenn wir unsere Augen mal ein bisschen geradeaus, gucken? Richtig, wir haben Winterlandschaft. Was heißt das? Richtig, Grimes hat seinen Wintermod geupdatet für die Version 1.39 plus Colorado DLC. Da bin ich nämlich gerade hier irgendwo in Steamport Springs. Und wie ihr sehen könnt, ist hier alles weiß. Ja. Das ist natürlich sehr schön hier, auch wenn du dann hier irgendwo im Gebirge unterwegs bist oder so. Dann wirkt es natürlich alles sehr, sehr hübsch. Ich habe mir auch dementsprechend mal hier ein bisschen was runtergeladen, was Physik betrifft. Ich habe auch das Wetter jetzt mal angemacht. Jetzt wird, schätze ich mal, irgendwann mal anfangen zu schneiden oder so. Ich will euch das mal zeigen. Alter, guck mal hier. Seht ihr das? Also, ihr müsst diesen Physik-Mod nicht runterladen. Das gleich schon mal vorweg. Ihr müsst nicht. Ihr könnt. Das heißt dann aber für euch enorm Rutschgefahr. Ne? Jetzt fehlt mir hier eigentlich noch im ATS noch so ein typischer Schneeräum-Mod hier. Ne? Also ihr müsst... Entschuldigung. Seht ihr? Man ist wirklich hier... Du bremst, aber du kommst nicht zum Stehen. Ich stehe voll auf dem Pedal. Ich bin hier voll am Bremsen. Mal schauen, wie wir schon machen. Hat man überhaupt was? Ja, geht schon. Nur mal gucken, testen. Ne? Hier mit Baustelle und so. Also ihr müsst, wenn ihr diesen Physik-Mod mit runterladet, für den... Alter, was machst du denn? Ich kann hier nicht bremsen. Bist du bescheuert? Warum bremst du? Du Honk. Du bist da echt voll. Ich kann nicht bremsen, ne? Also du musst. Ich kann schon bremsen, aber ich habe einen enorm langen Bremsweg. Also ich fahre jetzt hier und ich würde jetzt mal sagen, da vorne kommt eine Kreuzung, dann bremse ich mal genau jetzt. Na? Merkt ihr was? Ich rutsche. Vielleicht kann man es noch mit Motorbremse, Retarder etc. machen, weiß ich nicht. Müsst ihr dann einfach mal austesten. Aber behutsam muss man hier vorgehen. Ansonsten sieht es schlecht aus, also mit 60, 70 oder 50 oder 55 Meilen braucht ihr hier nicht über die Autobahn oder über die Straße heizen. Da werdet ihr euch eigenes Grab schaufeln, kann ich jetzt schon mal verraten. Wir haben es hier jetzt aktuell, glaube ich, jetzt muss ich gucken, davon kommt nämlich ein Bahnübergang. Mal schauen. Gut, da bleibt offen, gut, dann kann ich fahren. Jetzt würde ich nämlich in die Bahnschranke rutschen, wenn ich jetzt einmal mal runtergegangen wäre. Und was ich jetzt hier noch erwähnen möchte, jetzt ist es ca. glaube 10 Uhr, spätestens jetzt hier, in-game ist es 10:30 vormittags. Ne? Und wenn es dann so schneit wie jetzt hier, ist es ziemlich dunkel. Aber das ist typische Winterzeit hier, was Grimes in diesen Mod mit reinpackt. Und deshalb sieht es jetzt hier natürlich so dunkel aus. Aber einfach nur genial, mir gefällt es sehr, sehr gut mit diesem Physik und mit diesem... Da klebst du natürlich fest. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr dann diesen Wintermod nutzt, legt euch noch die Flycam zu, ne? Oder die frei fliegende Kamera, sonst sieht es nämlich schlecht aus im Sprechhaus. Sonst bleibt ihr irgendwo kleben. Also wie gesagt, es handelt sich hierbei um den typischen Wintermod von Grimes, den wir aus dem ETS 2 kennen. Guck mal hier, da haben wir schon so einen Kunden. Der ist genauso doof gewesen wie ich. Tschack, umgeschmissen. Dass ihr dann guckt oder beziehungsweise versucht mal mit Physik zu fahren. Ihr müsst nicht, dann habt ihr auch keine rutschigen Straßen. Das ist gleich nochmal erwähnt. Ihr ladet euch diesen Wintermod runter, dann ist die komplette Landschaft weiß, so wie jetzt hier zu sehen. Ladet ihr euch den zweiten Mod runter für die Straßen, dann sind die Straßen auch weiß. Und ladet ihr euch diesen Physik-Mod runter, dann ist es so, wie ihr es bei mir jetzt gesehen habt, mit dieser Rutscherei. Müsst ihr euch selber entscheiden. Könnt ihr euch aussuchen, wo ihr sagt, okay. Oh, Zug. Ich muss bremsen. Nein, Bremse. Siehst du? Ich habe Handbremse angehabt. Ganz vergessen. Ne, du musst hier dementsprechend halt nochmal gucken, ne, dass man sich hier ein bisschen zurechtfindet. Aber wenn dann fahrt wirklich extrem langsam oder so. Sonst, oder halt ohne Physik noch. Ne? Das müsste ich selber entscheiden. Ich zeige euch jetzt mal so einen fetten Schlenzerer noch. So zum Abschluss. Wenn ihr wisst, wie das hier läuft. Guck mal. Und Achtung. Zack, Mülltonne hier. Bam, beim Nachbarn über den Gartenzaun geschossen. Geil. Nee, Spaß beiseite. Also, ihr wisst Bescheid.
Der Mod funktioniert hier auf der 1.39 wie erste Sahne. Es ist selber schneit, es sieht hübsch aus. Wir haben schneebedeckte Straßen, typischen Wintereffekt, alles da, so wie es sein soll. Können wir mal die Scheibe runter machen und schneit es bei uns hier rein. Toll, ne? Macht auf alle Fälle viel Laune. Und falls irgendwelche Fragen noch zu diesem Mod sind, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten wir mal ein Däumchen da lassen, abrufen, danach nicht vergessen die Glocke drücken. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Wintermod von Grimes für den ATS. Für das neue Colorado DLC ist hier natürlich mit inklusive. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, rutschfreie Fahrt. Kommt gut rum, macht's gut, bis bald und adios.